Ja, heute begrüße ich euch mal recht herzlich wieder. Wieder mal eine Hiobsbotschaft, Robert Habeck. Seine Pleite mit der Batteriefabrik Northvolt, was ja abzusehen war. Ich habe damals ja auch die Gemeindevertreter von Norderwörden angeschrieben, sich darauf nicht einzulassen. Aber die standen ja so unter dem großen Druck, da die Abstimmung positiv zu gestalten, weil Robert Habeck, sein Bruder Hendrik Habeck, der saß ja auch für die WTSH. Und im Endeffekt auch für Robert Habeck bei der Abstimmung in dem Saal. Also da wurde sicherlich auch sehr großer Druck ausgeübt, wenn nicht sogar noch Korruption irgendwo in diesen Gegenden da im Spiel ist. Aber da kommen wir nochmal gesondert drauf. Also wieder ein richtig teures Desaster. 620 Millionen, wo der Steuerzahler für einspringen muss, auch in Schleswig-Holstein. Also da will ich auch gar nicht viel zu sagen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich werde mal kurz mal den Artikel abspielen. Es wird ja sogar schon ein Untersuchungsausschuss angeregt. Also das Ding wird uns noch lange beschäftigen. Deswegen werde ich auch gar nicht so viel dazu sagen, um diese Schweinerei, die da wieder abgegangen ist mit Robert Habeck. Ich werde euch das mal kurz mal abspielen. Da könnt ihr mal sehen, was der Reporter dazu sagt. Sogar die schütteln den Kopf. Wie gesagt, die nächste Sauerei, wieder große Steuergeldverschwendung bzw. Umleitung von unserem schlimm, Minister Robert Habeck. So, ich spiele euch das mal ab. Hört zu. 120 Millionen in den Sand gesetzt. So redet Habeck sich bei Northvolt Pleite raus. Von Daniel Peters, Felix Rupprecht, Jan Schäfer. Alarmstimmung in Berlin. Die Pleite des schwedischen Batterieherstellers Northvolt dürfte für die deutschen Steuerzahler richtig teuer werden. Aktuell droht der Ausfall von bis zu 620 Millionen Euro. Grund ist ein Darlehen der staatseigenen KfW Bank. Sie hat Northvolt Ende 2023 einen Kredit über 600 Millionen Euro für den Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein ausgezahlt. Doch Northvolt hat Insolvenzantrag gestellt. Es droht Kreditausfall. Deshalb muss jetzt der Steuerzahler einspringen. Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, muss 600 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro Zinskosten an die KfW überweisen. Nur 8 Monate nach Baubeginn. Hat Habeck nicht richtig geprüft, wie es um Northvolt steht? Doch, sagt eine Habeck-Sprecherin, die Firma PwC habe eine entsprechende Prüfung, Due Diligence, durchgeführt und das Risiko für vertretbar gehalten. Im Übrigen hätten auch andere Investoren Geld geliehen, unter anderem Goldman Sachs, VW. Wenn es einen neuen Investor gibt, können die Kredite auch wieder getilgt werden, so die Sprecherin. Kann Northvolt den Kredit zurückzahlen? Insolvenzverwalter und Steuerexperten fürchten dagegen, die 620 Millionen Euro könnten verloren gehen. Branchenverbandschef Daniel Bergner hält es für fraglich, ob Northvolt das Projekt weiter betreiben könne. Die Frage sei, was kommt nach der Sanierung? Gibt es die Firma Northvolt noch? Hat sie noch Interesse an so einem Projekt? Wir haben ja gerade bei Intel gesehen, dass auch große Firmen, die nicht von Insolvenz bedroht sind, sich kurzfristig entscheiden, Projekte wieder abzusagen, so Bergner zu Bild. CDU-Haushaltsexperte Andreas Mattfeld, 55. Der entstandene Schaden für die Steuerzahler sprengt jede Größenordnung. Es macht mich fassungslos, wie dilettantisch Habeck hier agiert hat. Er habe daher den Minister für Mittwoch in den Haushaltsausschuss einbestellt. Alarm auch in Schleswig-Holstein. Das Land muss die Hälfte der 620 Millionen Euro schultern. Ministerpräsident Daniel Günther, 51, CDU. Es bleibt Hoffnung, dass der Betrag am Ende ein Stück geringer für uns ausfällt. Von Schuld will man hier nichts wissen. Man habe sich weitgehend auf Habeck verlassen, heißt es in der Regierung. Doch die hohen Risiken waren offensichtlich bekannt. Lars Harms, 60, Fraktionschef des SSW, insgesamt war uns immer klar, dass wir ein Risiko eingehen, um unsere heimische Automobilindustrie unabhängig von chinesischen Importen zu machen. Er habe aber große Hoffnung, den Betrag ganz oder teilweise zurückzubekommen. CSU bringt Untersuchungsausschuss nach der Wahl ins Spiel. Angesichts der Finanzkrise bei Northvolt und möglichen Folgen für Fördergelder kritisiert auch die CSU den Bundeswirtschaftsminister und bringt einen Untersuchungsausschuss nach der Wahl ins Spiel. Robert Habeck muss Verantwortung für den drohenden Verlust von 600 Millionen Euro übernehmen, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber, 47. Der neue Bundestag muss diese desaströse Steuerverschwendung in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Ist dein Lieblingspodcast schon wieder vorbei? Ja, da kann man doch sehen, im Endeffekt, da wird sicherlich auch nicht viel nach passieren, wenn man das sieht. Aber
Wie gesagt, 620 Millionen werden wohl weg sein und da brauche ich im Moment wohl auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das kann auch jeder Bürger sich seine eigene Meinung von bilden. Also schlimme Zustände, was dieser Minister hier anrichtet und dann auch noch diese ganzen Korruptionssachen, die hier im Raum stehen in Schleswig-Holstein, auch mit Off-Tech-Center und mit den Bürgerwindparks, was er über die Wirtschaftsförderung getrieben hat, was ich ja schon immer gesagt habe. Also da wird noch einiges auf diesen Typen dazu rollen. Und ich will da heute auch gar nicht mehr zu sagen, sonst regt man sich nur wieder künstlich drüber auf. Also ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Wir werden von dieser Sache sicherlich noch mehr hören. Hier sitzen wir damals vor 8 Monaten, wie sie sich immer schön gefeiert haben, wie das alles so toll sein sollte, die Energiewende und alles in Schleswig-Holstein, in unserem korruptesten Landkreis an der Westküste. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.